Guten Morgen, meine Lieben. Na, alles gut bei euch? Wir haben Donnerstag. Meine Mama kommt heute. Ich bin so aufgeregt, Leute. Worte können nicht beschreiben, wie es mir geht. Ich sehe scheiße aus. Ich sehe fertig aus. Wer es heute Nacht mitbekommen hat, ich konnte nicht schlafen. Ich war so gut wie die komplette Nacht wach, war auf Instagram unterwegs und habe Bilder geliked und irgendwelche Kommentare abgegeben. Ja, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Und ja, ich dachte mir, wir machen heute ein Follow My Life, denn meine Mama gehört zu meinem Leben natürlich dazu. Und ja, ich werde euch heute mitnehmen über den Tag hinweg. Werde euch immer ein bisschen zeigen, was ich mache. Ich denke, die meiste Zeit werdet ihr mich heulen sehen, da ich einfach so, so emotional bin. Ich setze mich mal aufs Bett. Ja, also auch das Bett ist noch nicht gemacht. Ich bin momentan am Bad hin und her räumen, da ich jetzt nämlich mein Badezimmer frei gemacht habe und jetzt mal alles rüber zu meinem Mann gestellt habe, dass Mama dann auch ihr eigenes Bad haben wird. Und kann ich euch gerne mal zeigen. Also mittlerweile stehen die Parfümflaschen von meinem Mann, stehen jetzt hier draußen. Im Übrigen eine absolute Kaufempfehlung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist von Polo Ralph Lauren, das Black. Ja, also Schätzeleins, solltet ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für euren Mann suchen? Das ist ein super leckeres Parfum. Ich kann es empfehlen. Und so als kleine Nebeninfo, Vorspiel ist da nicht mehr angesagt. Ja, also das zieht euch die Schlüpper aus, das öffnet euch den BH automatisch. So ein mega leckeres Parfum. Wobei ich muss sagen, eigentlich alle Parfums, die mein Mann hat, mag ich sehr, sehr gerne. Also auch hier von Terry Mugler, dieses Angel. Ist das Angel? Ich weiß es gar nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Dann auch ein sehr, sehr leckeres Parfum. Davidoff Hot Water. Mag ich auch sehr gerne. Ui, auch das finde ich total toll. Von Polo Ralph Lauren, das Sport. Ja. Also mein Mann hat hier mittlerweile wirklich eine sehr, sehr schöne Auswahl. So, jetzt gehen wir mal ins Badezimmer und wir sehen, mein Mann war schon wieder unterwegs, denn hier liegen nasse Handtücher. Die kann ich gleich wegräumen. Ja, hier ist jetzt also mal die Seite von meinem Mann. Hier ist meine Seite und das gehört natürlich auch noch mir. Ja, ist jetzt für uns beide ein bisschen ungewohnt, da mein Mann und ich normalerweise das Badezimmer nicht teilen. Wir gehen mal kurz in mein Zimmer, denn in meinem Zimmer, das sind ja die Hampers, also die ne, Wäscheteile. So, und ja, jetzt zeige ich euch mein Badezimmer. Mein Badezimmer sieht aus wie neu, da hier nichts drin steht. Also ich habe jetzt alles sauber gemacht für die Mama und hoffe dann auch, dass sie sich wohlfühlen wird. Habe ihr mal ein paar Sachen von mir rausgestellt, da ich nicht weiß, was sie dabei haben wird. Und ja, habt ihr jetzt natürlich mal eins meiner liebsten Duschgels und eine meiner liebsten Bodylotion und eine Gesichtscreme, ein Shampoo und ein Conditioner rausgestellt. Und ja, meine Badewanne ist komplett leer. Also man könnte wirklich meinen, ich bin ausgezogen. Hier bin ich, ja, wunderschön in meinem Schlafanzug. Und ja, das Zimmer von Mama ist soweit fertig. Kann ich euch auch mal zeigen. Also da muss die Bettwäsche noch rein. Also diese große Decke, die ist noch unten, die trocknet noch vor sich hin. Natürlich habe ich alles sauber gemacht und die Böden gewischt und alles mal desinfiziert und abgerieben. Möchte ja, dass sie sich wohlfühlt. Dann habe ich Mama hier eine kleine Weihnachtsschüssel gemacht, natürlich auch mit Licht. Ich guck mal, wo. Tada! Ja, sieht eigentlich ganz hübsch aus.
Dann habe ich ihr hier ein paar frische Handtücher hingelegt, ein kleines Naschtellerchen mit Kinderschokolade. Ja, ich teile meine Kinderschokolade momentan. Ne? Für Mama nur das Beste. Dann habe ich hier noch eine Vase stehen. Da kommen natürlich nachher selbstverständlich noch Blumen rein. Oh, machen wir das Licht wieder aus. Moment. So. Ja. Nein, Simba, du kommst mit. Ihr kommt beide raus. Ihr macht mir sonst wieder nur alles dreckig. So. Ja, in meinem Zimmer herrscht noch das Chaos, aber das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis die Mama kommt. Und ich werde jetzt dann auch hier gleich unser Schlafzimmer noch sauber machen. Also es liegt für heute noch sehr, sehr viel an. Wir gehen mal runter. Und ja. Oh. Boah, Leute. Also hin und wieder wäre ja Geruchs-YouTube ganz schön, ne? Aber Simba hat hier jetzt gerade so in die Schüssel gebollert. Boah, jetzt könnt ihr aber froh sein, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Genau, was ich noch sagen wollte. Ich hatte euch ja in meinem letzten Video, hatte ich euch ja meine Büsche gezeigt. Die sind ja abgehackt worden. Und ganz viele haben gefragt, wer uns hier einfach die Büsche abschneidet. So, also wir wohnen ja auf Militärsgebiet und es gibt hier einfach Angestellte, die kümmern sich um die ganzen Grünanlagen, die nicht eingezäunt sind. Also ich zeige euch das mal. So, also alles, was ihr jetzt halt hier draußen seht, grün, ja, das ist ja nicht eingezäunt. Und da gehören unsere Büsche einfach dazu. Und das machen dann Leute, die von der Army angestellt sind. Und die haben jetzt uns halt die Büsche abgeschnitten. Also nicht, dass es hier jetzt so aussieht, unsere Nachbarn sind hier durch und haben mal unserem Busch einen Fokuhila-Schnitt verpasst. Nein, so ist es nicht. Simba, denen brennt heute wieder der Kittel. Und ja, ist jetzt natürlich ärgerlich, ändern kann ich es nicht, aber ich wollte es jetzt eben mal gesagt haben, dass die Büsche eben von den Angestellten abgeschnitten wurden und nicht von den Nachbarn. Denn ich muss jetzt auch dazu sagen, ich denke nicht, dass ich in den nächsten Tagen irgendwie dazukommen werde, groß E-Mails zu beantworten, Kommentare zu beantworten, da ich einfach sehr, sehr viel zu tun habe und in dem Moment, wie heute Abend dann die Mama bei uns im Haus einläuft, hat Mama selbstverständlich Priorität und ja, ich werde hin und wieder, werde ich dann immer mal schauen, was kommentaremäßig so reingeht. Hab ja momentan keinen Laptop, den hat Schatzi heute Morgen mitgenommen. Also ich habe heute Morgen mal für einen kurzen Moment gedacht, wir sind beklaut worden und bin hier im kompletten Haus rumgerannt und habe gedacht, sag mal, wo ist denn unser Laptop? Und habe dann meinem Mann eine SMS geschrieben und er hat die dann mitgenommen, den Laptop mitgenommen in die Schule. So, was wollte ich euch noch erzählen? Ich habe heute das Auto, also ich hatte jetzt die komplette Woche nicht das Auto, da mein Mann ja eine Schule besucht in Waikiki. Aber er hat sich jetzt heute Morgen von jemandem abholen lassen, da er sonst nämlich von Waikiki über die komplette Insel hätte wieder fahren müssen, um mich abzuholen, nur um dann wieder über die komplette Insel zurückzufahren nach Honolulu, dass wir da die Mama abholen können. Also ich wäre ja am Flughafen doch schon sehr, sehr gerne dabei gewesen. Und wenn mein Mann das Auto gehabt hätte, wäre das ein bisschen kritisch geworden, einfach durch den Verkehr, der hier so abgeht. Es kann auch sein, dass mein Mann heute früher nach Hause kommt, würde mich auch sehr freuen. Aber ja, momentan habe ich jetzt mal das Auto, das ist auch ganz gut, denn ich muss noch ein paar Dinge erledigen, ein paar Dinge besorgen. Ich werde mir jetzt erstmal noch einen Kaffee machen. Ich weiß nicht, wie viel Kaffee ich intus habe, Leute. Mir ist richtig schlecht vor Aufregung. Also es kann natürlich auch an der Kaffeedosis liegen, ne? Aber ja, also so ein bisschen Brechalarm ist momentan. Und ich freue mich, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Also man muss ja sagen, ich habe Mama seit 6 Monaten nicht mehr gesehen. Ich bin jetzt fast 30 Jahre alt und das hat es bei uns noch nicht gegeben. Also ich habe meine Mama noch nie nicht 6 Monate gesehen. Ne?
Versteht ihr mich? Ich denke, ihr versteht. Wir können jetzt mal zusammen schauen. Ich habe hier natürlich meinen Tracker. So, kennt ihr auch meinen PIN? Und dann können wir mal gucken. Ja, also sie ist jetzt seit 6 Stunden und 14 Minuten ist sie auf dem Weg. 5 Stunden 31 hat sie noch. Und dann wird sie in San Francisco ankommen. Und dann gibt es jetzt aber ein kleines Problem, denn sie fliegt ja dann von San Francisco weiter nach Honolulu und sie hat einen Zwischenstopp von 1 Stunde und 45 Minuten, glaube ich. Sie hatte aber in Frankfurt über 1 Stunde Verspätung. Jetzt habe ich momentan ein bisschen Schiss, dass sie ihren Anschlussflug nicht bekommt und dass sie dann eventuell umgebucht werden müsste. Ich weiß es nicht. Also das zieht mich momentan so ein bisschen runter, aber ne, hier, wir haben in den letzten 6 Monaten so viel erlebt und wir freuen uns seit Wochen darauf, meine Mama und ich und mein Mann natürlich auch. Und es darf nichts schief gehen, es darf nichts schief gehen, es wird nichts schief gehen. Mama wird heute Abend um 19.45 Uhr wird sie in Honolulu ankommen, Schätzeleins, drückt ganz, ganz fest die Daumen, dass da alles gut geht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, es reicht. Ich bin jetzt auch schon 11 Minuten dabei. Ich habe einiges zu tun. Ich werde mir jetzt auch erstmal eine Maske ins Gesicht klatschen. Wie gesagt, ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Ich sehe aus wie scheiße persönlich. Ne? Wir dürfen... Oh, guck mal. Ja, kann man ruhig mal beim Namen nennen, wenn es so ist. Kenne ich nichts. Und dann werde ich hier unten jetzt mal klar Schiff machen. Werde sauber machen, noch eine Ladung Wäsche waschen, mit Maximus um den Block laufen. Das Auto möchte ich heute auch noch putzen. Werde das Zimmer von Mama fertig machen und. Und dann sehen wir uns später. Ciao! So, meine Lieben, wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 10.30 Uhr. Ich habe heute ein bisschen Gesicht gemalt. Da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein, ja? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu tief ins Blush gegriffen und die Augenbrauen sind auch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Aber gut, das ist jetzt so. Ja, ich habe mich jetzt nur ein bisschen fertig gemacht, da ich jetzt noch zur Post muss. Ich möchte noch ein paar Karten wegschicken nach Deutschland. Dann muss ich noch zur PX, da ich noch das ein oder andere besorgen möchte. Ja, das Wetter ist heute dunkel, es regnet. Mich freut's, weil dann sind ja die Temperaturen auch sehr niedrig. Ich hoffe jetzt aber natürlich, dass in der Zeit, wie Mama hier ist, dass wir zwischendurch dann auch ein bisschen schönes Wetter haben. Dass wir uns dann auch ein bisschen raussetzen können. Naja. Gut, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich am Wetter etwas ändern könnte. Müssen wir jetzt halt so hinnehmen, wie es ist. Ich wollte jetzt heute noch das Auto putzen. Deswegen hoffe ich, dass es die nächsten paar Minuten, Stunden, je nachdem, wie lange ich brauchen werde, dass es zumindest mal nicht regnet und trocken bleibt, weil sonst mache ich wahrscheinlich mehr dreckig wie sauber. Meine Wäsche läuft gerade durch. Ich habe jetzt noch eine Ladung weiße Wäsche laufen. Die müsste jetzt in den nächsten 5 Minuten müsste die fertig sein und dann gehe ich auch los. Wir können jetzt noch mal zusammen schauen, wie es aussieht. Ah, Maximus ist im Übrigen auch hier. Guck mal, Maximus hat einen Haarschnitt bekommen. Guck mal, ist er nicht hübsch, unser kleiner Prinz? Ja, unser kleiner Prinz. Ja, die Oma kommt heute. Die Oma kommt heute. Ja, in die Kamera gesprungen. Genau, Maximus, in die Kamera gesprungen. Ja, knuddel, knuddel. So, ja, jetzt gucken wir nochmal, wie es hier aussieht. Also, 8 Stunden 20 Minuten hat sie schon rum, 3 Stunden 24 hat sie noch vor sich bis San Francisco. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht, ob sie ihren Anschlussflug bekommt oder ob sie umgebucht werden muss. Da gucken wir dann nachher mal. Oben bin ich jetzt soweit fertig. Das Zimmer von der Mama ist fertig.
Die Badezimmer sind fertig, das Schlafzimmer ist fertig. Jetzt muss ich hier unten nachher noch ein bisschen Tabula Rasa machen, weil hier gibt es dann doch noch einiges zu erledigen. Und ja, aber ich denke, ich mache ganz guten Progress. Ich komme ganz gut voran. Wollte ich euch noch irgendwas Wichtiges erzählen? Nö, eigentlich nicht. Ich sehe schlimm aus. Naja, das ändern wir nachher alles, je nachdem. Also wenn Mama um 7.45 Uhr ankommt, abends, dann werde ich mich nachher natürlich noch zurecht machen und hübsch machen, so wie es sich gehört. Aber sollte sie jetzt natürlich mit groß Verspätung ankommen, gehe ich einfach im Jogginganzug und bisschen Fake-Haare rein und vielleicht Dappenkappe oder ich weiß es noch nicht. Aber mitten in der Nacht werde ich mit Sicherheit nicht mit rotem Lippenstift und Eyeliner am Flughafen auftauchen. Also meine Mama, sie kennt mich ja, sie weiß, wie ich aussehe, von daher. Und geheult wird ja sowieso, ja. Also dann ist ja das Make-up, was man sich eine Dreiviertelstunde draufgeklatscht hat, sowieso gleich am Arsch. Sollte ich generell vielleicht drüber nachdenken, das Make-up heute bleiben zu lassen. Ja. Okay, meine Lieben. Also nur kurzer Zwischenstand. Soweit alles gut. Ich habe hier einigermaßen alles auf der Reihe. Ich warte jetzt noch auf meine Wäsche. Dann gehe ich aus dem Haus und erledige 2-3 Dinge und besorge noch 2-3 Dinge. Und dann geht es hier im Haus weiter. So, meine Lieben, ich war jetzt bei der Post, ich habe meine Briefkarten abgegeben und dann war ich jetzt noch kurz einkaufen und guckt mal, was es im Angebot gegeben hat. Also ihr wisst ja, ich bin ja so eine kleine Schnabuliertante, ne? Also Kinderschokolade und so, das kennt ihr ja mittlerweile alles schon von mir. Aber was ich natürlich auch extremst liebe, ist Lindschokolade. Und die ist hier auf der Insel normalerweise extrem teuer. Normalerweise kostet dieses Päckchen 9 Dollar. Und das war jetzt runtergesetzt auf 4 Dollar. Und ich hatte euch ja vorhin gezeigt, dass Mama so einen kleinen Schnabulierteller von mir bekommt. Und ich finde einfach, dass das schöner aussieht. Von daher werde ich das dann bei Mama ins Zimmer stellen. Dann habe ich noch, die sind bei uns momentan im Dauereinsatz, weil ich die so, so toll finde. Und zwar von Glade, diese Duftstecker in Apple Cinnamon. Also da haben wir eins und man riecht es aber im kompletten Haus. Wir haben das unten in der Küche am Counter, kennt ihr ja, den Counter von uns. Da habe ich ein so ein Fläschchen und das komplette Haus riecht. Und das geht jetzt so langsam zu Ende. Da sind 2 Stück drin, da werde ich eventuell auch eins bei Mama ins Zimmer reinmachen, dann einfach nur auf Stufe 1. Also diese Teile, die kann man ja regulieren und auch die waren im Angebot. Normalerweise kosten die 4,80 Dollar, 4,90 Dollar. Die haben jetzt 3 Dollar gekostet. Dann habe ich noch einen Duschpuffel gekauft für Mama. Und hier, dann habe ich noch eine Flasche Rotwein gekauft von Barefoot, dass wir natürlich Glühwein machen können, je nachdem, wann sie heute Abend ankommt und wenn sie Lust drauf hat, bin ich dann einfach so ein Fläschchen Wein. Ja, und das war's auch schon. So, was mache ich jetzt? Wir fahren jetzt Auto putzen. Genau, also von außen lasse ich es putzen und innen mache ich dann selbst sauber. Kennt ihr das, Schätzeleins? Also jetzt hier an die Frauen da draußen, ja? Ich fahre dieses Auto ja einmal in 10 Tagen. Also ich benutze dieses Auto wirklich seltenst. Sehr selten. Und ich bin aber immer die, die das Auto sauber macht. Ja, also dann stelle ich mich stundenlang hin, mache das Auto sauber und wenn ich dann das nächste Mal irgendwo hinfahren möchte, ja, dann sitze ich in so einem Drecksding. Kennt ihr das? Oh, ganz, ganz schlimm. Aber wobei ich muss sagen, mein Mann, der hat sich schon sehr gebessert. Es ist halt wirklich der ganze Dreck, den wir hier haben auf der Insel. Wir haben hier so roten Staub. Und ja, das hat man halt überall und das bringt man dann ins Auto und vom Auto nach Hause und deswegen, also werde ich jetzt mal ein bisschen sauber machen, dass das nachher nicht ganz so schlimm aussieht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Jawohl, Gangster hier mit Sonnenbrille, sehr unfreundlich.
Ich habe jetzt natürlich noch ein paar Blumen geholt. Das Auto habe ich auch waschen lassen. Das war der absolute Knaller. Das ist so eine Gruppe von Soldaten. Das wechselt jede Woche. Das ist immer eine andere Unit. Und da geht man halt hin und donatet. Ja, also man gibt so viel, wie man geben möchte. Und die Jungs, die putzen dann eben einem das Auto. Ich persönlich mag das nicht, im Auto zu warten. Ich weiß nicht, warum. Normalerweise kann man das. Also habe ich mich rausgestellt und stand dann da gerade eben mit meinem Handy. Und dann kam da einer her und hat gemeint, er muss mich jetzt hier von der Seite anlabern. So anmachmäßig. Ne? Also, und da habe ich gemeint, I'm married. Und dann guckt er mich an. Und meint so, where is your ring? Also, wo ist mein Ring? Als ob ich mich rechtfertigen müsste, dass ich mich mit ihm nicht unterhalten mag. Ja, also das ist ja auch der absolute Knaller gerade gewesen. Egal, das wollte ich euch jetzt noch schnell erzählen. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Blümchen gekauft für Mama. So, und wie gesagt, jetzt sind wir wieder zu Hause. Meine Wäsche müsste jetzt auch fertig sein. Die habe ich in den Trockner geschmissen, bevor ich raus bin. Das heißt, ich lege jetzt die Wäsche zusammen, kann das Zimmer von der Mama komplett fertig machen. Und wollte ich euch sonst noch was erzählen? Nee, ich glaube, das war's für den jetzigen Moment. Wir haben momentan, wartet, ich schau mal, wie viel Uhr wir haben. 11.31 Uhr, also ich liege sehr gut in der Zeit. Sag ich jetzt einfach mal so und hoffe, dass ich jetzt dann auch mit allem fertig werde. Ja, mit Maximus werde ich auch nochmal um den Block laufen, denn der junge Mann hat heute Morgen nicht Dudu gemacht und rennt jetzt wahrscheinlich im Haus rum und heult alles voll, weil er muss ja, ne? Aber er merkt, dass... Mach mal nochmal zu... Meine Nachbarin ist draußen und die denkt sich jetzt wahrscheinlich, die denkt sich ja sowieso, die Alte hat einen Knall, aber ich unterhalte mich ja jetzt so gesehen alleine, ja, die weiß ja nicht, dass ihr hier seid. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ja, der junge Mann merkt, dass etwas kommt, weil ich renne ja die ganze Zeit im Haus rum wie so ein Hähnchen ohne Kopf und er weiß, die Oma kommt. Ich denke mal, er weiß es. Und jetzt war der heute Morgen selbst so nervös, dass er halt nicht auf Toilette gegangen ist. Das heißt, ich kann jetzt auch nochmal mit Maximus um den Block laufen. Ist ja nicht so, dass wir heute nichts zu tun haben, Schätzeleins, ne? Gut, also dann laufen wir nochmal mit Hundi. Bis später. 14 Uhr, meine Lieben. Ich müsste jeden Moment von meiner Mutter hören. Also sie war jetzt vor 20 Minuten, war sie im Landeanflug. Von daher denke ich, wenn sie ihren Anschlussflug nicht bekommt, dass ich dann entweder von ihr hören oder lesen werde. Ich bin aufgeregt ohne Ende. Ihr wisst es, ich habe heute genug zu tun. Und was macht man, wenn man genug zu tun hat? So zwischendrin nochmal ganz kurz einen Kuchen backen. Genau, ne? Ich habe jetzt noch mal hier ganz schnell einen Kuchen gebacken. So, der geht jetzt gleich in den Ofen. Der Ofen heizt noch vor. Für 40 bis 45 Minuten, glaube ich. Da wir ja nichts zum Kaffee haben, morgen früh, ne? Und ich dachte mir, vielleicht möchte Mama ein Stückchen Kuchen oder vielleicht heute Abend oder egal. Ich habe einen Kuchen gebacken. Wir schauen jetzt mal, was dann da rauskommt. Also ich habe hier gerade eben schon ein Teil auseinandergenommen. Ich weiß es ja nicht. Bin ich zu stark oder ist der Schneebesen zu schwach? Ja, also ist put. Ne? Ist das Ding jetzt hier auseinandergebrochen? Naja gut, brauchen wir einen neuen. Und ich war jetzt gerade der absolute Knaller, weil ich den Schneebesen jetzt dann nämlich trotzdem noch in die Spülmaschine reingelegt habe. Ja, brauche ich ja nicht, ne? Also ihr seht, ich bin total verplant und total neben der Spur. Und ja, dann hoffe ich, dass ich jetzt gleich von Mama etwas hören werde. Dann schmeiße ich den Kuchen in den Backofen. Dann werde ich hier, wie ihr seht, ne, absolutes Chaos im Hintergrund. Jetzt ist der Ofen vorgeheizt. Und dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen weitermachen und meine Böden wischen. Und... ja, also kurzer Zwischenstand. Vielleicht melde ich mich dann nochmal bei euch, wenn ich dann endlich von meiner Mama etwas gehört habe. Dann könnte es sein, dass ich tränenüberströmt bin, ja, weil ich entweder ganz traurig bin, dass sie ihren Anschlussflug nicht bekommt, oder total happy bin, weil es sich dann nur noch um Stunden handelt, bis ich sie endlich abholen kann. Ja, also bis später!
So, meine Lieben, es sind in der Zwischenzeit ein paar Stunden vergangen. Wie ihr seht, bin ich zurechtgemacht, meine Haare sind gemacht, Eyeliner und rote Lippen. Ich habe von meiner Mutter nichts gehört. Ich habe weder eine E-Mail noch einen Anruf bekommen. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie diesen Connection-Flug, Anschlussflug bekommen hat. Es tut mir leid, ja, ich habe ein bisschen etwas getrunken, da mein Mann mir einen Drink gemacht hat, da er auch gemerkt hat, dass ich ein bisschen runterkommen muss. So, jetzt hat der junge Mann mir den Drink ein bisschen stark gemacht. Ich habe seit gestern Mittag nichts mehr gegessen. Alkohol auf nüchternen Magen. Wir brauchen nicht drüber reden, ja? Ich finde gerade alles wunderschön. Ich sehe ganz viele Farben. Mir geht es wunderbar. Tatsache ist, ich wollte mich jetzt kurz bei euch melden. Ich bin fertig gemacht. Wir haben 19.09 Uhr und meine Mutter soll um 20.18 Uhr, glaube ich, in Honolulu ankommen. Wir werden uns jetzt also auf den Weg machen. Mein Mann wird natürlich fahren. Er war früher zu Hause, wie ich erwartet habe. Er kam, glaube ich, um 16 Uhr. Ja, also ich kann euch jetzt mal das Zimmer zeigen, weil natürlich bin ich jetzt mit allem fertig. Also ich habe in der Zwischenzeit, wie ihr jetzt nichts von mir gesehen habt, habe ich natürlich noch einiges gemacht. Ja, also Bettdecke ist drauf, das Zimmer ist sauber. Hier habe ich jetzt mal die leckeren Lindkugeln hingelegt und Leute, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe keins probiert. Also ich habe hier eins von diesen goldenen probiert und die sind mit Kokosnuss. Boah, Freunde der Muschelsuppe, kann ich euch sagen, super, super lecker. Ja, also, dann werde ich jetzt hier auch mal das Licht anmachen, dass wenn Mama dann nachher reinkommt, dass sie hier gleich ein bisschen Licht hat. So. Genau, also das Zimmer ist jetzt fertig. Ich bin auch zurecht gemacht. Hier sind unsere Kleinen und warten. Puh. Ja, also mir ist es leicht warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aufgeregt ohne Ende. Ich muss jetzt auch ein bisschen langsamer sprechen wie sonst, weil ich merke wirklich diesen Drink, den mir mein Mann gemacht hat. Und bin ich ein bisschen runtergekommen, deswegen... Nein, also ich bin immer noch nervös, ohne Ende und aufgeregt. Also, ja, heute mal mit roten Lippen. Habe ich was auf den Zähnen hängen? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir jetzt runter und ich packe jetzt hier mal meine Sachen. Also meinen Drink und mein Handy natürlich. Auf Instagram geht es gerade auch ab. Im Übrigen trage ich heute von L'Oreal aus dieser Collection Exclusive Blake. Wartet mal. Color Reach. Wartet mal. Blake's Pure Red. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Diesen wunderschönen Lippenstift hat mir meine Monika-Maus geschenkt. Also vielen, vielen Dank nochmal, Mäuschen. Ich finde den Lippenstift wirklich wunderschön. Hier haben wir meinen Drink stehen. Den nehme ich jetzt natürlich auch mit runter. Wie gesagt, mir fällt das Sprechen gerade ein bisschen schwer. Aber ja, ich freue mich. So, dann machen wir hier oben auch mal Licht aus. Vorher machen wir aber hier Licht an. Denn ich trage heute auch hohe Schuhe. Und es muss ja jetzt nicht sein, dass ich auf die letzten Minuten hier irgendwie noch mir die Füße breche oder so. Die Lichter werden wir natürlich auch anmachen von unserer Weihnachtsdeko. Oh, jetzt fällt mir hier, glaube ich, gleich mein Handy runter. So. Ja, dann kann ich euch mal den Kuchen zeigen, den ich gemacht habe. Also es ist ja ein Blaubeer-Streuselkuchen geworden. Sieht sehr lecker aus, riecht auch sehr lecker. Natürlich habe ich ihn noch nicht angeschnitten. So, ja, das Chaos ist mittlerweile beseitigt. Hier stehen die Blumen für Mama, die nehmen wir nachher natürlich mit. Hier ist Schatzi. Hallo Schatzi. Hallo.
Hallo! Maximus ist hier, Simba ist auch irgendwo. Ja, und dann würde ich sagen, meine Lieben, werden wir uns jetzt so langsam auf den Weg machen. Verkehr sollten wir jetzt eigentlich keinen haben. Entschuldigt bitte die schlechten Lichtverhältnisse, aber wir haben hier jetzt kein Licht an im Haus. Und es ist schon sehr, sehr dunkel. Ja, ich denke, wir werden uns dann am Flughafen wiedersehen. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwie groß was zu sagen habe. Ja, ihr wisst es, ich bin eine emotional bitch, ja, da stehe ich dazu. Ich bin sehr am Wasser gebaut und bei mir gehen immer sofort die Schleusen auf. Und heute ist für mich ein ganz, ganz besonderer Tag und ich sehe einfach, wie ihr euch für mich mitfreut. Und auch das berührt mich wahnsinnig. Also vielen, vielen, vielen Dank für die ganz lieben Nachrichten auf Instagram, auch für die lieben E-Mails, die ich von euch erhalten habe. Und ja. Einen ganz dicken Knutscher an euch alle und dann bis später. I don't know. She was so sure that that was the plane in the air. There were a couple. You got an indication? Huh? Did you get an indication that it landed? Did you land? Let me check. You hold the camera. Uh-oh. What? Not my phone, babe. Motherfucking Hawaii! Yeah! Age 2, right? I'm nervous. It's right here. Age 2? That's here? Yeah. Okay. Let me have the camera. So, meine Lieben, wir sind jetzt am Flughafen, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt. Und tada! Hier von San Francisco. Hier wird sie jetzt also gleich ihr Gepäck abholen. Ja, hier ist Schatzi mit Blümchen. Tada! Ja, mir ist leicht schlecht. Ich musste jetzt auch gerade erstmal auf die Pipi-Box, weil ich habe ein bisschen Druck auf der Blase gehabt und ich glaube, ich hätte es ohne Toilette nicht mehr geschafft. Also, sie sind gelandet. Ich habe gerade die E-Mail bekommen und jetzt hoffen wir einfach mal, dass Mama auch in dem Flieger drin ist, denn ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass ich weder eine E-Mail noch einen Anruf von ihr bekommen habe und ich jetzt einfach mal ganz, ganz stark davon ausgehe, dass es sehr, sehr hektisch war in San Francisco, durch das, dass sie ja die Verspätung hatte und der Flieger, mit dem sie jetzt hier angekommen ist, dann auch nochmal 40 Minuten Verspätung hatte. Von daher denke ich, versteht ihr mich? Ich denke schon, ne? Also, wir warten jetzt auf Mama. Wir laufen jetzt mal an den Ausgang. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch versteht, denn es ist gerade noch ein anderer Flieger gelandet. Hier wird Mama gleich rauskommen. Von daher stellen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen weiter hinten hin, dass wir sie dann auch gleich sehen, aber niemanden im Weg stehen. Und mein Mann wird natürlich dann die Kamera nehmen, weil ich sie wahrscheinlich auf den Boden schmeißen werde. Und das brauchen wir natürlich nicht. Also, wir sind jetzt hier bei Ausgabe H. Und hier kommt jetzt dann der Flieger von San Francisco an.